total bescheidene Typen. Ich bin echt eine geile Sau. Geile Flirtsprüche. Hey, was soll das? Knallst du im Bett auch so gut? Und schon wieder eine Oscar-Preisträgerin. Du alter Sack, ich will wissen, wo Justin ist. Und wo gibt es all das und noch viel mehr? Natürlich bei einer neuen Folge von Hilf mir, Jungpleite verzweifelt. Und ich weiß, das habe ich zwar schon häufiger gesagt, aber alter, war die dumm. Aber genau deswegen werde ich sie jetzt natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Und diese total logische und nachvollziehbare Episode beginnt diesmal in einer Schule bei einer Nachhilfestunde. Der schwere Weg zur Demokratie. Justin, hast du verstanden, was ich gerade gesagt habe? Nö. Ja, und dieser Justin ist nicht nur der Experte für die Augen seiner Lehrerin. Nein, er hat auch noch ein paar geile Anmachsprüche drauf. Ich fahre einfach hammermäßig auf dich ab. Ja gut, Justin, das war kein schlechter Anfang, aber ich glaube, da musst du noch ein paar Schippen drauflegen. Bitte, Justin, ich bin immer noch deine Lehrerin. Du bist einfach heiß. Das geht doch nicht. Ja, du bist einfach heiß. Der beste Flirtspruch 2019. Ja, jedenfalls fallen die zwei dann auch gleich mal schön übereinander her. Und der Dialog, der dabei entsteht, ist... Also... Ach, guckt einfach selbst. Ich hab noch nie so eine heiße Lehrerin gesehen. Ich liebe es, wenn deine Haare so wuschig sind. Ja, und dann hatte ich wirklich einen Moment lang Angst, dass sie sich jetzt die Kleider vom Leib reißen und unaussprechliche Dinge tun. Und das werden sie später auch tatsächlich noch machen. Vorerst haben wir aber noch Glück und die zwei werden von jemandem gestört. Hallo. Ah, Herr Direktor. Hallo. Hallo. Ja, gebt noch ein bisschen Nachhilfe, wir sind auch gerade fertig. Ja gut, aber durch diese Störung sollte die Lehrerin jetzt ja eigentlich ein bisschen Zeit bekommen haben, um sich wieder zu sammeln. Und dann wird sie doch Justin jetzt bestimmt zurechtweisen und die ganze Sache wieder gerade rücken. Oder? In 2 Stunden bei mir? 20. Okay, abgemacht. Erstens, warum zum Teufel lässt die Lehrerin sich darauf ein? Ich meine, dieser Justin sieht ja nicht mal irgendwie gut aus oder so. Sein Bart ist ja sogar noch schlimmer als meiner. Und zweitens, haben die da gerade die Uhrzeit weggepiept? 20. Treffen die sich jetzt um Uhr 20 oder was? Hey, ich hab doch gar nichts Schlimmes. Ich bin nur eine Frau. Es ist nur eine heiße Nacht und es ist auch einmalige Sache. Ja, und während die Lehrerin jetzt offensichtlich schon ihre Dessous rauslegt, macht Justin das, was jeder Junge in seiner Situation getan hätte. Er gibt vor seinen Freunden damit an. Gerade Speichelhockey mit ihr. Dicker. Speichelhockey. Ich find's immer wieder erstaunlich, dass ich bei RTL 2 wirklich immer noch neue Wörter dazu lerne. Aber wie auch immer, Justins Freunde glauben ihm die Geschichte noch nicht so ganz. Ey, ganz ehrlich, wenn du willst, dass wir dir die Scheiße glauben, dann hol uns erstmal einen Beweis dafür. Ja, aber bevor Justin natürlich irgendwelche Beweise vorlegen kann, muss er ja erstmal mit seiner Lehrerin schlafen, was er dann natürlich auch sofort tut. Und ja, diese Serie läuft tatsächlich im Nachmittagsprogramm. Ist das das, was du willst? Ich werde dir gleich zeigen, was ich will. Wenn du nicht das machst, was ich will, gebe ich dir eine 6. Tja, nachdem die beiden dann eine Weile lang Dinge getan haben, für die sich wahrscheinlich sogar Tanzverbot schämen würde, kommen der Lehrerin Frau Belo plötzlich wieder Bedenken. Ich hab da so Bedenken und wir hätten das nicht tun dürfen. Ich bin immer noch deine Lehrerin. Zum Glück ist Justin aber nicht nur Flirtweltmeister, sondern kann auch noch Bedenken krass wegargumentieren. Ja, es wird schon keiner was erfahren. Tja, dieser Justin ist schon wirklich ein krasser Kerl. Oder wie er es selbst formuliert... Echt eine geile Sau. Tja, und weil diese Story den RTL-Redakteuren offensichtlich noch nicht bizarr und verworren genug war, legen sie noch eine kleine Schippe drauf. Da haben wir doch was. Das ist der Beweis. Jungs, ihr werdet noch sehen. Und dann gibt es, bevor Justin sich für diesen Tag verabschiedet, noch mehr besonders nachmittags geeignete Szenen und einen wirklich cringigen Dialog. Hallo, zweite Nummer vertragen. Mir wird so heiß bei dem Anblick deiner heißen Kurven. Tja, und was macht die Lehrerin jetzt logischerweise, wo sie ja eigentlich um ihren Job und ihren gesamten Status fürchten muss? Sie macht ihrer besten Freundin gegenüber Andeutungen, die übrigens original wie jemand klingt, der beim Telefonsex oder so arbeitet. Ich habe richtig guten Sex gehabt. Oh, geil. Oh, das hätte ich auch gern mal wieder. Ja, und diese Freundin scheint nicht nur mit ihrer Stimme Männer reihenweise zum Orgasmus bringen zu können. Nein, sie ist auch noch wirklich gechillt. Du musst mir versprechen, nicht auszuflippen, okay? Bleib ruhig. Du, seit ich Power-Yoga mache, bin ich total gechillt. Ja, aber scheinbar scheint auch das beste Power-Yoga nicht wirklich was zu helfen. Denn als sie das mit Justin erfährt, rastet die Freundin einfach dennoch aus. Es ist ein Schüler aus meiner Klasse. Was? Hörst du dir eigentlich noch zu? Du bist Beamtin!
Du verlierst deine Pension! Justin ist in der Zwischenzeit wieder zurück zu seinen zwei Freunden gegangen. Und von der Gesprächsführung her, glaube ich, die drei teilen sich zusammen eine einzige Gehirnzelle. Und zeigt gleich mal seinen Beweis vor. Alles dran. Ihr wollt einen Beweis haben? Na, was sagt ihr jetzt? Kennt ihr die? Und die Freunde reagieren dann genauso, wie man es erwarten konnte. Nämlich mit männlicher Anerkennung. Im Bett, Mann. Cool, Mann. Selber. Alter. Geil einfach das. Tja, allerdings gibt es da nur ein klitzekleines Problemchen. Und das heißt Sarah. Na, Schatz? Wie geht's dir? Tja, und weil er diese Sarah eigentlich nicht verlieren will, möchte er dann mit der Lehrerin lieber die Affäre nicht weiterführen. Die hat allerdings am nächsten Schultag ein paar relativ gute Argumente. Und ja, das läuft immer noch im Nachmittagsfernsehen. Ich hab da mal was vorbereitet. Ist das deiner? Ist das deiner? Das ist, glaube ich, mit die dümmste Frage, die ich jemals gehört habe. Und ich meine, ich habe irgendwie 30 gute Fragevideos oder so gemacht. Tja, jedenfalls fährt Justin denn doch wieder mit zu seiner Lehrerin nach Hause. Seine Freundin Sarah jedoch sucht ihn verzweifelt. Wo ist Justin? Davon kriegt Justin ja aber einfach nichts mit und übt lieber weiter für die Weltmeisterschaft der dummen Sprüche. Ach, scheiße, es ist schon spät. Und also von mir aus können wir noch ein Quickie unter der Dusche haben. Aber dann muss ich wirklich los, weil die Jungs warten. Aber da passiert plötzlich etwas Schreckliches. Denn die Telefonsexfreundin der Lehrerin steht vor der Tür und wünscht sich eigentlich eine Aussprache. Außerdem hast du gar kein schlechtes Gewissen der Sarah gegenüber? Seiner Freundin? Das Mädel, die geht in meiner Klasse. Die geht in meiner Klasse. Okay. Also Deutschlehrerin ist die hoffentlich nicht. Und Justin, der alte Schwerenöter? Ist der immerhin so schlau und versteckt sich irgendwo? Nö, natürlich nicht. Hallo, Frau Mattner. Ey, ich muss jetzt los, sorry. Dann macht Justin sich aber wirklich schnell auf den Weg, denn er muss ja auch noch irgendwie die Situation mit seiner Freundin kitten, was ihm natürlich sofort gelingt. Immerhin ist er ja auch noch Argumentationsweltmeister. Ey, wirklich, ich mach das wieder gut. Bitte, lass uns versöhnen. Für die Lehrerin wird die Situation allerdings immer bedrohlicher, denn mittlerweile will nicht nur Justin was von ihr, sondern auch seine noch unterbelichteteren Freunde. Na, wieder ohne Höschen unterwegs? Hey, was soll das? Knallst du im Bett auch so gut? Tja, das findet die Lehrerin natürlich nicht so cool und fährt schnell nach Hause, wo sie doch eigentlich gerade erst bei der Schule angekommen war, um Oscar-reif einen Mini-Nervenzusammenbruch zu kriegen. Sarah sucht in der Zwischenzeit dann schon wieder ihren Freund Justin, weil offensichtlich auch niemand von denen irgendwie mal kurz zur Schule zu gehen scheint oder so, bekommt diesmal aber endlich die Wahrheit erzählt. Was erzählst du denn da für ein Mist, du Lügner? Das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt ja gar nicht. Denn Justin tröstet die Lehrerin gerade ausnahmsweise nur. Er hat mich angefasst. Mann, ich kann alles erklären. Ja, seine Erklärung ist dann allerdings sehr, sehr komisch. Du riechst so gut, wenn du erregt bist. Tja, und dann meldete sich endlich mal eine dieser Hilfspsychologinnen von RTL 2 zu Wort und gab wie üblich wundervolle Tipps, auf die sonst wahrscheinlich nur Captain Obvious gekommen wäre. Das hätte Marion eine Lehre sein müssen. Justin kann man nicht vertrauen. Sie sollte die Finger von ihm lassen, denn sonst gibt es ein böses Ende. Sarah und dieser komische Deppenfreund suchen dann übrigens in der Zwischenzeit nach Justin und probieren es als erstes mal bei ihm zu Hause. Da sieht es nicht nur wirklich wunderschön und interessant aus, besonders gut gefällt mir das Zusammenspiel aus diesen Kinderzeichnungen und den leeren Bierflaschen, sondern es gibt auch diesen herrlichen Dialog, den Goethe nicht hätte schöner schreiben können. Hat der Justin den Schlüssel für nächtliche Besuche dagelassen, ja? Du alter Sack, ich will wissen, wo Justin ist. Tja, und dann glaubt Sarah plötzlich doch noch, dass Justin sich wahrscheinlich bei der Lehrerin aufhalten wird und rastet einfach mal völlig aus. Für dich ist hier Stopp. Ich habe keine Lust, dass du dabei bist, wenn ich dieser notgeilen Kiddy-Dompteurin den Marsch blase. Notgeile Kiddy-Dompteurin? Das muss ich mir aufschreiben. Und dann ist es auch schon soweit und Sarah steht bei der Lehrerin vor der Tür. Also los, Justin, schnell, du musst dich an irgendeinem richtig guten Platz verstecken. Schrank, unterm Bett. Du hast viel zu wenig Platz. Ich habe eine bessere Idee. Hinterm Duschvorhang. Ja, ich habe jetzt wirklich relativ lange darüber nachgedacht, was ich dazu noch sagen soll. Aber da fällt mir wirklich auch nichts mehr zu ein. Gucken wir also lieber einfach weiter, wie Sarah ausrastet. Voll Sorgen, dass du von der Schule fliegst. In Amerika landen nämlich solche wie du im Knast. Irgendwann verschwindet Sarah dann allerdings wieder. Und klar, ich meine, in diesem wundervollen Versteck hat sie Justin natürlich auch niemals finden können. Justin will ihr aber sofort hinterher, weil das ja eigentlich seine wahre Freundin ist. Was die Lehrerin logischerweise nicht ganz so cool findet. Du kannst
kannst nicht einfach gehen. Das du siehst doch, dass ich gehen kann. Tja, aber diesmal macht es dann tatsächlich den Eindruck, als würde Justin bei seiner Sarah nicht mehr landen können, was Sarah ihm auch in einer wirklich emotionalen WhatsApp-Nachricht schreibt. Bei mir hast du verschissen. Tja, und was macht Justin dann logischerweise? Er prügelt sich mit seinem Freund wie im Kindergarten, während beide die ganze Zeit Alter rufen. Alter. Du mieses Arschloch, Alter. Drecksack, Alter. Problem, Alter. Tja, und dieser Streit war denn nicht nur gut, um unsere Gehirnzellen zu verbrennen, sondern er hat plötzlich auch dafür gesorgt, dass Justin doch noch eine Entschuldigung eingefallen ist. Wenn ich gute Noten habe, dann kriege ich auch einen besseren Job. Und das ist für unsere Zukunft, für unsere gemeinsame Zukunft. Du willst eine gemeinsame Zukunft? Ja. Und weil Sarah ja offensichtlich auch dumm wie Bohnenstroh ist, klappt die dann auch noch irgendwie. Und um Sarah dann zu beweisen, dass das diesmal wirklich ernst meint und sie in den nächsten 48 Stunden auch garantiert nicht betrügen wird, serviert er dann auch gleich nochmal äußerst sympathisch seine Lehrerin ab. Bitte nervst mich einfach nur, alte Frau. Hey, schon vergessen, ich bin ein Schüler, halb so alt wie du und... Du könntest meine Mutter sein. Er kriegt daraufhin dann gleich nochmal einen unglaublich oscarreifen Nervenzusammenbruch. Hör auf dich an. Trotzdem bist du so. Ich blöder Kuh. Und du siehst so toll. Tja, das Leben der Lehrerin liegt in Trümmern. Justin müsste eigentlich von der Schule verwiesen werden. Oder wie es bei Hilf mir üblich ist, es gibt einfach ein völlig an den Haaren herbeigezogenes Happy End. 2 Wochen später. Marion darf ihren Job behalten. Justin ist wieder mit Sarah zusammen. Und Kevin wurde wegen sexueller Übergriffe von der Schule verwiesen. Tja, also die Moral von der Geschichte. Ruhig deine Lehrerin, das stört ja nicht. Tja, das war's denn auch schon wieder mit dieser wundervollen Hilf-mir-Episode. Aber noch nicht mit dem Video. Denn zum einen habe ich noch diesen äußerst lustigen Amazon-Artikel hier für dich, bei dem es sich heute um dieses wundervolle Buch handelt, in dem alle möglichen unnütze Fakten stehen, die allerdings alle stimmen. Und die ich auch gelegentlich ganz am Ende meiner Videos verwende. Wenn du also mal kräftig bei deinen Freunden angeben willst, oder einfach nur unglaublich viele unnütze Sachen wissen, dann ist das genau das Richtige für dich. Den Link findest du wie üblich ganz oben in der Videobeschreibung. Und alles, was du darüber kaufst, das muss auch nicht dieses wundervolle Buch sein, sorgt dafür, dass du mich finanziell ein kleines bisschen unterstützt, ohne dass du irgendetwas mehr bezahlen musst. Und zum anderen wollte ich dich noch um eine Kleinigkeit bitten, nämlich darum, dass du dieses Video teilst. Denn wie du ja vielleicht gesehen hast, sind wir relativ kurz davor, die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Und ich bin ehrlich, auch wenn ich mir sonst nicht so viel aus Zahlen mache, ist doch schon eine relativ coole Ziffer. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir das demnächst mal erreichen. Und genau deswegen musst du jetzt auch den Kanal abonnieren. Aber das musst du natürlich sowieso tun, denn sonst musst du morgen mit Justin schlafen. Gut, also da oben ist natürlich wie immer ein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgewählt hat. Da unten ist eine Playlist mit vielen weiteren Trash-TV-Highlights. Da ist der niedlichste Abo-Button der Welt. Oh, und was ich schon immer einmal sagen wollte, in Malaysia glaubte man früher, dass sich Babys erst im Gehirn des Mannes entwickeln, bevor sie dann über den Geschlechtsverkehr in den Körper der Frau gelangen.